Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder aus dem Hotelzimmer in Helsinki, dem U14, mit dem Nilpferd, was anscheinend auch nach den Kommentaren gestern Freunde gefunden hat. Themen heute, wer eventuell sich ein Deutschland-Ticket kaufen möchte, der kann viel Freude bei der Lufthansa haben. Weiter geht es mit einem lustigen jungen Mann im Alter von 79 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, der in Frankfurt wieder eine Bombendrohung gemacht hat in der Sicherheitskontrolle. Also die Bombendrohung war es ja nicht, es war ja ein Witz. Dann geht es weiter mit Turkish Airlines. Die wollen wieder nach Australien fliegen. Also eine neue Möglichkeit mit der Star Alliance dorthin zu fliegen und dann wahrscheinlich nur einmal umsteigen in Istanbul. Wir haben dann die Swiss, die ihren Winterflugplan neu gearen, wie das so schön im Englischen heißt, also neue Ziele drin haben und einige Rotationen, wie der Schweizer sagt. Wir haben dann noch Lufthansa und ihre Sorgen im Sommer, die keine sind. Und ein Deal für euch aus dem Hause Finnair von Bangkok über Helsinki nach Barcelona in der Business Class zu einem geilen Preis, den ich euch auch schon mal vorab nenne, damit ihr euch hinsetzen könnt. $2,199. Wenn wir das jetzt in Euro umrechnen, das sind dann 2 Euro. Wir machen das alles live für euch. Dann sind das 1.999 Euro. Also genau Umrechnungskurs wäre 2.003, aber ich muss das ja als Knallerpreis raushauen. Das erste ist Lufthansa. Die Lufthansa, und das ist aus dem Kanalchat, das hat mir ein Leser geschickt, der darauf aufmerksam geworden ist. Die Lufthansa akzeptiert das Deutschland-Ticket zu 49 Euro auf ihrem Bus ab München Zentrum zum Flughafen München. Ist doch eine coole Sache. Ab 1. Mai in unseren Bussen wird das 49 Euro Ticket akzeptiert. Also wer noch nicht ganz sicher war, ob er es kaufen möchte und den Bus öfters nutzt, kann dies in seine Kalkulation mit einbeziehen, wer es möchte. Wer möchte, sollte aber davon Abstand nehmen, Witze über Bomben oder andere Sachen zu machen. Ich habe es ja öfters gesagt, das letzte Mal war es in Berlin und wir hatten ja auch einen Concierge-Kunden, der hatte dies ja auch gemacht und dann seine leidvolle Erfahrung mit den Autoritäten gehabt, weil es natürlich nicht lustig ist in deren Augen, das muss man natürlich sagen. Es sind einfach Witze, die nicht gut kommen, die sind nicht lustig, die sind nicht phänomenal und auch in der Situation nicht wirklich dafür da, dass man den Stress befreit. Man hat quasi gesagt, gegen Personal die angemacht, dass er in der Sohle seiner Schuhe eine Bombe versteckt hätte. Und das ist eine Bombendrohung. Auch wenn es lustig gemeint wird, wird es nicht lustiger. Und gegenüber der Bundespolizei war er dann auch etwas kleinlauter. Mit 79 Jahren, war der 79? Ne, 74, Entschuldigung, 5 Jahre dazu geknattert. 74 Jahre alt, da sollte man das schon wissen, dass man solche Witze nicht macht. Und es ist halt einfach so, dass dies auch justiziabel ist. Es kann Strafen verhängt werden. Ich glaube, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Ich kann es jetzt euch nicht ganz genau sagen. Ich bin kein Jurist. Aber nehmt Abstand davon, weil das macht mehr Stress und mehr Terror für alle Beteiligten, als es gut ist. Das Minimum ist halt einfach, dass man selber vielleicht die Unterhose ausziehen muss bei einer Kontrolle. Bücken. Ich sag ja nur. So, was auch gesagt werden muss, ist, dass Jenselmann Ritter von Lufthansa, der, was ist er denn da, der Veranstaltungsleiter von der Lufthansa, und er sagte, dass in Frankfurt die Pünktlichkeit der Osterfeiertage und Ferien bei rund 66% lag. Hier in München hat er 78% erreicht. Und man hat dafür ja seit September 2022 ja schon 1.400 Mitarbeiter eingestellt, um dieses zu erreichen in Frankfurt und München. Die Personalentwicklung bei den Flughäfen es ist natürlich etwas anders. Man muss nicht nur, und das sagt er auch, die Zahnräder ölen, wenn es an anderer Stelle knirscht. Und man möchte bei den Kurzstrecken auch dadurch etwas mehr Luft schaffen, indem man die sogenannten Turnaround-Zeiten, also das heißt, wenn das Flugzeug andockt,
sauber gemacht wird, vorher natürlich Passagiere raus, neue Passagiere rein, Gepäck und alles, dass man diese Zeit noch verlängert. Ryanair hat sowas ja auch mal, glaube ich, irgendwie in 15 Minuten geschafft oder sowas. Also das ist krass, aber das wird bei der Lufthansa nicht möglich sein. Und damit soll in Frankfurt über Bug- und Hecktüren, wie das so schön heißt, gebordet werden. Etwas, was ich aus Finnland, aus Schweden schon kenne. Das heißt also, dass man, wenn man aus dem Finger rauskommt, in diesen, also da ist diese verglaste Fläche, ist das bei, war das in Stockholm, glaube ich, in Helsinki ist das auch verglast, dass man rechts abgeht, die Treppe runter, man geht quasi nach draußen, wird außen rumgeführt und das Flugzeug geht hinten wieder rein. Und in Schweden habe ich die Schilder auch gesehen, da steht dann auch drauf Reihe 1 bis X, hier in die Richtung, Reihe X bis 28 oder whatever, dann in die Richtung. Und das ist dann natürlich doppelt so schnell, wenn man doppelt so viele Türen hat. Man muss halt nur aufpassen, dass die Leute nicht trotzdem vorne und hinten und so weiter. Winter ist es auch schwierig mit Schnee, sehe ich alles ein. Aber die Lufthansa möchte das machen und damit ist es so, dass man auch ein Springer-Team haben möchte aus Bodenpersonal, Ramp-Agent und Brückenfahrern, die dann halt, wenn es irgendwo knirscht, wie es ja bei der Lufthansa jetzt neudeutsch heißt, dass man dann Leute zur Verfügung hat, die dann auf kritischen Flügen schnell eingreifen können. Kritische Flüge sind Flüge, die halt Gefahr laufen, unpünktlich zu sein. Geld möchte Lufthansa uns auch mal als erzählen, was sie bezahlt haben, und zwar die nicht selbstverschuldeten Flugausfallkosten bei der Lufthansa, die angefallen sind, laut Jens Ritter, sind 300 Millionen Euro für Passagierentschädigungen und Ersatzleistungen. 300 Millionen. Und das ist natürlich eine krasse Nummer. Und man sagt, man ist bei der Luftfahrt nur so gut wie das schwächste Glied. Und man muss trotzdem in Airlines sind trotzdem diejenigen, die alle Kosten tragen. Das muss sich in Zukunft ändern. Wir haben das ja am Beispiel Amsterdamer Flughafen, dass in Amsterdam natürlich der Flughafen gezahlt hat aufgrund der Verbrauchersendung. Und das sind Millionenbeträge gewesen. Und ich kann die Lufthansa verstehen und ich bin da auch ehrlicherweise auf der Seite der Lufthansa oder der Fluggesellschaften. Wenn etwas nicht funktioniert aufgrund von anderen Dienstleistern wie Flughafen, da kann natürlich die Lufthansa das dann in Regress nehmen. Wenn Lufthansa Dienstleister wie Visag oder sowas nimmt, dann ist das ehrlicherweise nicht mein Problem, weil die Visag ist ja von der Lufthansa beauftragt worden. Da haben sie ja eine Wahl, das zu machen. Und da muss man halt Augen aufmachen beim Dienstleister und mit dem Dienstleistervertrag machen. Aber wenn es um Sicherheitskontrolle geht, wo sie halt wirklich nicht wirklich Einfluss drauf haben, weil es einfach gestellt wird, da sollen die dann haften dafür, dann sollten die mal gucken, weil mir ist das auch aufgefallen, zum Beispiel in Berlin, dass Leute gesagt haben, ich verpasse meinen Flug. Und die sind da vom Bundesgrenzschutz angepault worden, die sollen sich in der Reihe stellen, obwohl Leute sie vorgelassen haben. In Frankfurt war es so, dass da keiner sich drum gekümmert hat und da war irgendwie Formation Wolke, besonders im Terminal 2 ist mir das aufgefallen. Und da muss dann halt für Ordnung gesorgt werden. Und wenn 300 Millionen natürlich, also die Frage ist natürlich nicht selbst verschuldet, kann man halt auch immer so ein bisschen so und so sehen. Aber da könnt ihr unten einfach mal kommentieren, was ihr davon haltet. Eine Meldung, von der ich sehr viel halte und die ich auch sehr gut finde, ist, dass Turkish Airlines endlich wieder auf den australischen Kontinent fliegen möchte und uns ermöglichen möchte, auf einen einfachen Weg die Kängurus zu besuchen. Und zwar ist das so, dass die Turkish Airlines die Fluggesellschaft ist, die weltweit die meisten Länder ansteuert. Ja, finde ich krass. 129 sind es aktuell. Ein großes Land, das man da natürlich noch nicht drin hat, sind die Australier. Und das möchten sie ändern. Und deshalb sagt er, der Ahmet Bolat, das ist der Vorstandsvorsitzende der Turkish Airlines, oder müssen wir Türk Havayolari sagen, wir denken, dass es an der Zeit ist, das Logo von Turkish Airlines in Australien zu zeigen. Gut, man muss natürlich hinzufügen, nicht auf irgendwelchen Werbungflächen, sondern mit einem Flugzeug. Und das wäre natürlich schon richtig geil. Melbourne ist wohl das, was man als erstes anfliegen möchte. Ist ja auch relativ nah im Vergleich zu den anderen. Dann ist es so, dass man mit 3 Flügen pro Woche von Istanbul nach Sydney oder Melbourne fliegt, aber Melbourne ist halt wahrscheinlich interessant, wobei Sydney richtig geil ist, Melbourne finde ich auch geil.
Mit der 787-9er sowie 14 350-900er, die stehen ja alle im Orderbuch und damit könnte man das dann noch vor Ende 2023 in Angriff nehmen, so sagt man ja. Und wir wollen ja 800 Flugzeuge berädern in 10 Jahren, krass, also da muss man auch Ziele finden. Man erklärte, in 2019 haben Turkish Airlines mit Hilfe von den Codeshare-Partnern bereits mehr als 120.000 Reisende nach Australien gebracht. 2022 seien es auch schon wieder knapp 119.000 gewesen. Das heißt also nur 1.000 Leute drunter. Das ist dann auch eine massive Zahl. Die Frage ist natürlich auch, ob man zuerst nach Sydney oder nach Melbourne fliegt. Allerdings erklärte, dass man sich derzeit auf Melbourne konzentriert, weil die türkische Diaspora in Melbourne umfasst 60.000 Menschen und damit hat man dann schon mal eine Grundlast und ein Grundrauschen. Es ist zwar nicht die erste Australien-Ankündigung, die man gemacht hat, aber es ist halt wirklich so, dass man schon im Jahr 2013 geplant hatte, nach Sydney zu fliegen, damals noch mit den 777s und einen Zwischenstopp gemacht hat. Das sollte dann mit der 777 dann passieren nach Sydney mit einem Zwischenstopp Ich kann ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, wo das war. Aber es ist einfach so, dass man natürlich gucken muss, wie man die Passagiere dann bringt. Es gibt für uns natürlich andere Möglichkeiten, nach Australien zu kommen. Etihad, Emirates, Qatar Airways, aber auch mit Singapore Airlines. Das sind natürlich Möglichkeiten. Cathay Pacific, Lufthansa hat ja auch einen Vertrag mit Cathay Pacific, wo wir sogar Meilen kriegen für nach Australien. Also ist das ein interessanter Plan. Ich gucke gerade auf die Uhr, weil ich gleich noch einen Call habe, bevor ich die Sendung... Aber ich habe noch Zeit, keinen Stress. Was auch ein Plan ist, ist von der Swiss den Winterflugplan wieder etwas aufzudröseln und da zu gucken. Man möchte diesen Winter mehr Verbindungen bringen, vor allem nach USA, das heißt also Miami, dann Shanghai, Singapur, Kairo. Und man möchte mit dem Flightplan natürlich auch eine Flugplan natürlich eine maximale Stabilität haben. Und man ist natürlich da am Schauen, weil man einen sehr, sehr hohen Bedarf hat. Und wie ich ja auch gestern zum Beispiel von Finnair berichtet hat, für den Sommer ist die Lage absolut stabil, nur im Winter raus wird es etwas kritisch. Und deshalb gibt es von Swiss jetzt erstmal 21 Strecken, die Intercont sind und die Winter-Schedules oder die Winter-Fahrpläne, Flugpläne werden vom 29. Oktober bis zum 30. März 2024 gehen. Da ist Kairo mit 7 wöchentlichen Verbindungen drin, also bis zu, es gibt natürlich immer Schwankungen. Dann Johannesburg, Bangkok, Delhi, Hongkong, Bombay alles 7-mal, 6-mal Shanghai, 7-mal Singapur, 5-mal Tokio, 7-mal Dubai, 14-mal Tel Aviv, 7-mal Boston, 7-mal Chicago, 6-mal Los Angeles, 14-mal Miami, Montreal, 7 Newark, also New York mit Newark, 7, 21-mal nach JFK, San Francisco, 6-mal Sao Paulo, respektive Buenos Aires, dann 7. Das ist so die aktuelle Planung. Also wer auf das Swiss-Programm schwört und da auch dann vielleicht die neue Census-Kabine ausprobieren möchte, hat da die Möglichkeit. Und am Schluss gibt es für euch natürlich immer einen Dealzone-Deal. Der Dealzone-Deal, den hatte ich ja auch schon angekündigt, 1.999 Meilen für den Flug von Bangkok über Helsinki nach Barcelona. Es gibt auch günstige Business-Class-Tarife nach Bangkok. Das heißt also, ihr könnt das dann kombinieren, wenn ihr fragt, wie ihr da hinkommt. Buchungsklasse ist I. Restriktionen sind dann so, dass es rechtzeitig zu buchen ist. Aber da ist jetzt im Moment keine große Restriktion zu sehen. Außer einem Stopover in Helsinki, der erlaubt ist. Also der ist sogar kostenlos. Das finde ich toll. Kann man ja das Ticket zum Beispiel auch eventuell ein bisschen optimieren für den Einflug und so weiter, ihr wisst schon. Das Ticket ist nicht refundierbar und Änderungen sind nicht erlaubt. Das heißt also, wenn ihr bucht, passt damit auf. Und Bangkok hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch die neue Kabine von Finnair drin. Heißt also, ihr könnt dann locker flockig, ich habe meinen Bedarf an den Blueberry Juice gedeckt. Ich habe da noch ein paar andere. auf jeden Fall, dass ihr den genießen könnt. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Ich danke euch, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart mit dem Nienpferd. Ich weiß auch gar nicht,
Ich glaube, nee, der macht sich nicht im Studio. Weiß auch nicht, was er frisst. Naja, nun gut. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen, Kanalmitgliedschaft und vor allem auch zu kommentieren. Danke für die Kommentare gestern. Ich werde sie gleich noch im Anschluss heute beantworten. Und ich werde draußen die Sonne genießen. Es ist super Wetter. Bisschen schön in die Sauna gehen. Auch für euch nochmal Lölü testen. Das ist die Sauna, in die wir gehen, wenn ihr im Sommer nach Helsinki kommen wollt, zu dem Wochenende, was ich plane, oder zum Winter kommen wollt. Da geht es dann formidabel los. Also, danke und bis morgen in Alter und Frische. Und denkt dran, am Montag haben wir zwei Sendungen. Am Montag gibt es die Meilenschnäppchen, fällt mir gerade ein, und die Meilen-Highlights. Und wir haben Mario abends, wo wir nochmal die Woche, also die 7 Tage, nochmal rekapitulieren und schauen, was da passiert. Also, danke, bis dann, ciao.